Einmal hätte ich sogar mit zurück zu einer Folge 11, 12, gerade Deepods mit mir, mein lieben Fabi. Hallöchen. Und lieben Jake. Gottchen. Soll es mir fällen? Nein, nicht mit Jay Gamer. Alter Schwede. Dann bist du fertig? Nee, nee, nee. Nicht mehr viel, aber Ja, dann noch die dritte, wie ist ja auch noch, ne? ja. Ups. So, er ist fast umgepumpt erfolgreich. Oh. Folgen noch 10 weitere. Ja. Oh, Nein, ah. das nicht, aber. Ey, oh. Warum mit der Ruderboot? Weißt du, was wir noch machen müssten? Was denn? Erstens machst du mal bitte Schlager Bauer an. Aha. Und zweitens hier im Hof. Ist doch Ja. der eine Hof einfach beim Farmhaus, wo die Schnattwerkswegen da stehen, gell? Ja. Also dieser Hof einfach, da stehen halt Bäume. Wie bei Bergmann, dass Ja. man ein bisschen mehr Platz hat, um reinzukommen. Ja, da stehen zwei Pappeln, glaube ich, ne? Ja, genau. Mann. Was denn? Er will auch wieder nur 300.000 machen, der Junge. Nee, 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 und das Geld da dann wegmachen halt. Habe ich auch schon überlegt, aber warte, das, die Zeit nehme ich mir jetzt mal ganz kurz, um mir das anzugucken. Weil hinterm Futtermischer, ich meine, ist ja eigentlich egal, ob wir jetzt rückwärts anfahren oder nicht. Weil ich meine, du kämst sogar, wenn du hier zwei Bäume wegmachst, von hinten an den Futtermischer dran. Zwischen Zaun. Ja gut, der Zaun ist ja selber platziert. Jetzt nicht so das Problem. Aber da steht eine Wäschespinne. Die scheitert alles. Ja, weil du den Anhänger da nicht gerade kriegst. Wenn die Wäschespinne nicht da wäre, dann könntest du da sauber um die Ecke ziehen. So nicht, aber gut. Das ist jetzt auch Meckern auf hohem Niveau. Was? Ach so. Hätte sie hier nämlich so gerade reinfahren können, aber genau da Stimmt. steht halt die Wäschespinne. Ja. Wobei eigentlich, ne? Bäume müssen wir gar nicht anfassen. Hä? Wir müssten einfach nur den Zaun wegmachen und den ein bisschen weiter nach außen stellen. Mehr in die Krümmung rein. Ich geht auch, ja. Warte, dann gucke ich mal kurz nach. Kann ja Ossi mir gleich direkt sagen, ob das besser ist oder nicht. Abreißen, bitte, danke. Ach so, ich erinnere mich an eine Sache, die ich letztens geändert habe. Ich habe alle Zäune von unserem Hof genommen, als Farm links, damit das nicht mehr Geld kostet. Ach so. Dementsprechend kann ich leider auch keine Zäune abreißen. Oh Mann, ey. Hat alles Vor- und Nachteile, der Scheiß. Ja. Bezahlen kein Geld mehr nachts, also schon, aber halt nur noch das, was wirklich sinnig ist. Aber wir können halt auch keinen Zaun abreißen. Ja. Tut mir leid. Wunderbar.
Top, ich muss einfach sagen, nee, ist nicht besser geworden. Ah, danke. Ja. Jo, also. Gut, dann sind die schon mal halbwegs vererbt, so die lieben Kühe. So. Dann kann ich mir vom Prinzip einen schönen Wal schnappen, gell? Jo. Genau. Wie viele Stunden hat schon der Fan runter? 3,1. 3,1. Ja. Alter. Ja gut, während du Kartoffeln gemacht hast mit dem Stimmt. alten Johnny, bin ich ja die ganze Zeit den hier gefahren. Der gerade 1,6 runter. Dann habe ich knapp 1,6 Stunden. Ne, Quatsch, 1,5 Karottendämme angelegt und Karotten Ja. gelegt. Es war klar, dass der Schwader wieder andersherum drin steht. Ja gut, bis jetzt war ja dann dazu. Ja. Hey, weißt du, was man jetzt theoretisch verkaufen könnte? Was denn? Unsere Ballenpresse. Ja, stimmt. Weil, wenn wir zum Beispiel Strohballen machen würden, noch, also machen wir ja Können wir eh, trotzdem im Ladewagen fahren? können wir jetzt eine Glühbirne machen, weil eine Glühbirne du größere Ballen machen kannst. Sind noch keine 1,50er Ballen haben. 1,80, wenn ich mein Glühbirne. Naja, 1,50 doch nur, oder? Oder? Ich weiß gar nicht genau. Warte. 1,50. Achso, oh, okay. Dabei selbst das ist größer wie das, was wir jetzt machen. Ja. Ja, theoretisch können wir es machen. Weil fast 20 Kisten, die wir dann hätten. Ne, was sind 20 Kisten? Hä? Ne, was sind 20 Kisten? Ja, die Kisten, die Metallboxen und sowas, was wir dann ja kaufen müssen noch. Für die Kartoffeln. Ach so, ja. Die Ballenpresse sind 16.000 Euro knapp, jetzt nicht repariert und nix. Und theoretisch 10 Kisten sind 7.500 Ach Euro. so, ja, okay. Das sind mehr wie 14.000 Euro. Nein. Oder mehr wie 15.000 oder so. So. Bauarbeiten abgeschlossen. Oh. Der Große darf wieder schlafen gehen. Naja, eigentlich nicht. Aber naja. Eigentlich dürfen nur die Mähwerke schlafen gehen. Eppa!
Das war ein Auto. Nein, da kommt noch eins. Ja. Boah. Alter. Ich hasse das. Die haben so auf mich abgesehen, die Jungs. Der Zaun auch, ja. Du fährst mit dem alten Johnny, okay. Ja. Ja, warum denn nicht? Ja, nee. Ich hatte gedacht, den hänge ich jetzt vor die Göbel, aber. Ach so, stimmt, ja. Jetzt haben wir wieder zu wenig Einfahrten in die Wiese. Warum? Du bist an der Ja, die, Einfahrt. ja, die eine in der Ecke, da kannst du jetzt nicht mehr richtig verwenden, weil der zu lang ist. Ach so. Ach so, da steht jetzt der Johnny drin. Hä? Die Drille gehört uns? Oh. Hast du denn jetzt gedacht? Hä? Ich hab die Gemüsedrille bei uns in die Karte, bei uns in die Halle gestellt. Hä? Ich Ist gemietet. muss gerade sagen, die ist doch gar nicht für uns. Wunderbar. Ist überhaupt nicht aufgefallen. Die hat da gut reingepasst in die Halle. So, ach ne, da konnte ich nicht reinfahren in die Halle. Mal das Mähwerk so abkuppeln. So. Ja, kann man. Okay. So. Ups. Und gehen wir nicht dran an das Moped. Sehr gut, glaube doch. Hilf, halt! Was will denn jetzt? Wenn da keine Was macht Bremsen. eigentlich der Güllemixer im Hä? Ein Güllemixer? Garagesilo? Hä? Wir schicken kein Ja. Güllemixer da. Doch, doch. Ne, das steht bei mir immer auch da an Ist bei mir eindeutig da. am Eck. Der liegt bei mir mitten in der Anschnittkante vom Silo. Wie liegt der da im Eck bei Kuh, der da, also beim Kuhstall? Also was du da gebraucht hast. Spannend. Was zu Gülle mixen oder was? Ja. Okay. Ich hab gedacht, wird mal wieder Zeit. Ach so. So, wo haben wir jetzt den. Der Ladewagen steht vor dir, was? Ja. So. Die Schaufel, die können wir eben hier rausschmeißen. Wir brauchen Ballenspieß oder eine Palettengabel, Entschuldigung. Ballenspieß besitzen wir immer noch nicht. Da wird's Geld noch nie gereicht. Wir haben 103.000, das ist für ein Ballenspiel sehr knapp. Naja. Wenn, soll es ja auch nichts Günstiges sein. Nö. So, den brauchen wir jetzt gleich einmal hier hinten. Da ist der 6R. Goldstoff. So. Oh, ohne. Na. Du da für ein Manöver. Nächste alles der Top. So. Oh, nö. Komm, fahr. Geht doch. Jetzt kommt das nächste Auto. Ich brenne hier noch.
Die müssen die Ballenpresse erst mit Netzfolie füllen. Seit wann kann die überhaupt Netzfolie? Den Haken habe ich nicht gesetzt. Wo ist unsere Netzfolie? Hab ja noch Netzfolie. Ja, aber im Händler. Ja, da Also, meine ich. muss man zu Händler fahren. Im Händler noch Netzfolie stehen? Wo ist unsere Netzfolie hin? Die stand beim Händler. Unsere Netzfolie ist weg. Sehr schön. Weiß, wo die steht. Aber gut, meine Damen und Herren, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schaut wieder bei Sex auf den Ball. Bis dann, Traumhaft Tag und ja, ciao. Tschüss.